So. Dann gehen wir mal rein. Ich nehme alles mit, was ich hier kriegen kann. So, kippen ohne Ende. Dann muss ich jetzt erstmal hier fünfundfünfzig. Tja, schon zu spät. So, habe ich das jetzt schon gemacht? War alles? Irgendwie habe ich das Gefühl, das kann es doch nicht sein. Der sagt da rein. Also, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Naja, egal. Hey, ich glaube, die Bobroff-Brüder suchen nach dir. Die Bobroff-Brüder? Dürfte ich mal fragen, wer die sind? Du hast recht, Nick. Kellogg hatte meinen Sohn. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihn in Shawn überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt.
und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen, aber kann es sein, dass er inzwischen nicht mehr zu sprechen ist? Er ist tot, Nick. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Ja. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Aber stimmt das nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Yep. Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Oh nein. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich muss alleine gehen. Ich mach mich allein auf den Weg. Also gut, wir sehen uns dann bei der Höhle. Keine Sorge, wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin bei der Public, falls ihr mich braucht. Alles klar. Komm schon, Nikki. Alles klar. So, gefährliche Gedanken. Sprich mit Dr. Amari, aber erstmal machen wir das hier an. Und das hier an. Ich will nur deine Meinung. Wer ein kurzes Zitat? Er ist... Okay, also... Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Sünd bist. Ja, ja, klar. Ich bin auch ein Sünd. Ja. Ich komme hier auch nicht zur Ruhe heute. Oh, jetzt geht's los. Sei still, Jeffy. Okay. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich das abschneiden kann. Ja? Okay. Geh ruhig weg. Aber und schon ist. Wenn du alles mithelfen willst, komm zu. Hey, Jeffy. Sag mir Bescheid, wenn du ein Zimmer brauchst. Ansonsten ist die Bar da drüben. Kanntest du Earl Sterling? Hat er. Ein alter Freund von einem meiner Brüder. Oh Mann, wie die zwei über Frauen hergezogen sind. Wenn du glaubst, Vadim ist laut. Earl war widerlich zu Frauen. Und ich habe ihn mehr als einmal gewarnt, die Hände von Kollegen und Kunden zu lassen. Aber mein Bruder hat ihn immer verteidigt. Ehrlich, irgendwie bin ich froh, dass er weg ist. Hat in einer Tour von seinem neuen Gesicht gefaselt, das er sich im Mega-Surgery-Center zulegen wollte. Hoffnungslos. Naja, wolltest du ein Zimmer? Nein. Heute nicht. Wie du meinst. Boah. Okay, kommen wir zur Sache. Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Mhm. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Ich helfe gerne. Okay, also Travis muss an sich glauben, ja?
daran glauben, dass mehr in ihm steckt. Weißt du, was das super funktioniert? Eine Kneipenschlägerei. Warst du schon mal bei einer dabei? Was hat das denn mit der Sache zu tun? Ich frage, weil ich möchte, dass du Travis hilfst, seine erste Kneipenschlägerei zu gewinnen. Meinst du, du schaffst das? Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Oh, klingt das gut? Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Warum nicht so schnell wie möglich? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Aber ich krieg schon wieder die Krise, dass schon wieder meine Waffen nicht gehen. Also das ist ganz, ganz... Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Ich schätze, Abbott hat neue Farbe gefunden. Okay, dann gehen wir jetzt hier nach Good Neighbor. Ne, ich hab echt die Schnauze voll. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, dann müssen wir jetzt einfach das machen, was wir noch machen können. Und dann muss ich erstmal wieder schauen, wie ich das hier regel. So, damit haben wir Charisma voll. Jetzt fehlt nur noch Ausdauer und Wahrnehmung. Dann haben wir das alles fertig. Aber wenn man guckt, wie viel wir hier noch haben, ey, übel. Naja. Ich kann nichts machen. Na toll. Ich kann nichts machen, das ist so beschissen.
Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, wenn ich jetzt laden müsste. Müsste ich wieder hier hin. So. Das heißt, der ganze Spielstand ist wieder weg. Alles das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist für den Arsch. Das ist doch bescheuert. Das ist richtig bescheuert. Naja. Also, ich find's scheiße. Vadim, ich muss mit dir... Augenblick noch, Efi. Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Oh Mann, selbst der Himmel ist nicht mehr sicher. Hast du dieses Luftschiffsding gesehen? Ungeheuer. Die Sterne der Bruderschaft? Ein Meierlord. Hallo, ein du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder hast so. Du überhaupt mit Earl Sterling gearbeitet? Oh ja, man soll ja nicht schlecht von Vermissten reden, aber dieser Typ musste echt öfter an die frische Luft. Man sollte meinen, ein Barkeeper wäre nett zu einem. Charmant, nicht so Earl. Er hat es so sehr versucht. Viel zu sehr. Was wirklich traurig ist? Er dachte, es läge an seinem Aussehen. Wollte sich ein neues Gesicht im Mega-Surgery schnipseln lassen. Hätte auch nichts genutzt. Wie dem auch sei, ich nehme gern deine Bestellung auf, wenn du soweit bist. Ich will gerade nichts. In Ordnung. Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. nein. Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Drinks. Den besten Schnaps machen die Schwarzbrüder. Nee, ich bin stinkig. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detective Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier. Ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. So, und jetzt lass mich dir mal was einschenken. Komm schon. Jetzt nicht. Bist du sicher? Na gut. Brauchst du ein Zimmer? Kanntest du Earl Sterling? Hat er. Ein alter Freund von einem meiner Brüder. Oh Mann, wie die... Earl. Ja, ja. Ehrlich. Naja... wolltest du ein Zimmer? Ich glaube nicht. Dann einen schönen Tag. Genau. Tschüss. Ich find's scheiße. Ich find's ehrlich scheiße.